So geht das? So geht das? Ja, gut. Mal wieder dran, ne? Ja. So. Sehr gut gemacht, Schatz. Schön. Hallo, guten Morgen zusammen. Es ist heute Samstag. Es ist kurz vor 9. Wir haben schon gefrühstückt. Heute ein bisschen früher aufgestanden. Also für uns früh. Julie hatte total Spaß mit diesen Gummifensterbildern. Die sie immer dran und abmacht und so. Aber das ist ganz schön, weil da kann die Kinder halt nichts kaputt machen. Es versaut nichts, weil es ist ja kein Klebzeug dran. Das sind halt diese Gummibilder, die so selbsthaftend sind. Das ist ganz cool. Und ich habe mir vorgenommen, jetzt heute Vormittag den Kinderkleiderschrank auszusortieren, weil sie doch einen Schub gemacht hat und da sind einige Sachen, die jetzt wirklich viel zu klein sind. Ich hatte in meinem vorletzten Vlog ja die Türen lackiert. Ich kann euch das jetzt mal zeigen. Jetzt sind die nämlich durchgetrocknet. Es ist super unordentlich geworden, aber es ist in Ordnung. Ich werde das nochmal nacharbeiten. Und da sehen wir, wie fleckig das geworden ist. Und hier und da. Das sieht halt echt nicht cool aus, aber ja, das Gröbste halt, ne? Ich werde mich jetzt hier an den Rest Windelwäsche machen. Den Rest habe ich gestern schon gemacht. Der letzte Trockner ist durch. Die werde ich jetzt mal eben befüllen. Bisschen was fertig, bisschen was ist noch drin. Ein paar mit dem Booster und Waschpappen und so, schalte ich jetzt noch eben weg. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr den Unterschied so krass seht. Also hier ist jetzt noch einiges an dicken Jacken dazwischen. Das sind so Winterkleider und dickere Sachen, die sie auch im Winter anziehen kann. Dann hier habe ich viel aussortiert. Ganz, ganz viele dickere Pullis waren zu klein. Aber da hatte ich auch noch welche in 62 dazwischen, die jetzt noch recht lange gepasst hatten. Sweatshirts sind es noch über. 4 Schlafanzüge musste ich aussortieren, weil sie einfach, ihre Beine sind so lang geworden. Und Hochwasserhosen, ja, was soll ich dazu sagen, 2 sind noch, einen hat sie an und einer ist noch in der Wäsche, also das reicht noch. Strumpfhosen habe ich auch aussortiert, oh, das kriege ich jetzt gerade nicht auf, Strumpfhosen. Und hier sind noch ganz viele Kurzarmbodies, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich die jetzt wegpacken soll, weil ich würde sie im Sommer wieder auspacken, um zu gucken, ob sie passen. Deswegen lasse ich sie jetzt erstmal hier drin, genauso mit den T-Shirts, die brauchen wir jetzt gerade nicht. Aber die stören mich jetzt hier nicht. Hier habe ich ein paar Hosen. Bodies habe ich auch aussortiert. Schuhe, ihre ganzen Krabbelschuhe, sag ich jetzt mal, das ist alles aussortiert. Ja. Macht der Hai ja? Oh, das ist aber lieb von dir. Ganz vorsichtig, ne? Ja. So geht das. Oh, guck mal, und wie der genießt. Der Blick, oh Gott. Halt die Fresse, lass mich in Ruhe. Na, du musst ja nicht im Babybett liegen, hast ja genug Platz hier. Hast du dir ja selber ausgesucht. So, hier ist jetzt die Kiste quasi. Ich werde die Sachen oben auf den Schrank stellen, weil ein paar von den Sachen könnten vielleicht im Sommer noch passen, beziehungsweise da sind jetzt auch ein paar Sommersachen drin, wo ich dachte, dass sie die im Winter noch tragen kann, so mit einer Strumpfhose. Aber vielleicht sind da ein paar Sachen bei, die im Sommer noch passen, aber manche Sachen sind auch wirklich viel, viel, viel zu klein. Die kann sie auch nächstes Jahr nicht mehr tragen. Die kann sie ja jetzt nicht mehr tragen. Da muss ich mal umsortieren, also was noch für nächstes Jahr interessant ist und was direkt zu klein ist. Aber ja, es ist ein ganzer Kopf voll. Ja, Schätzi, was machst du da? Machst du Picknick mit der Maus? Kriegt die Maus jetzt was zu trinken? Nee? Kriegt nichts zu trinken? Nee? Das ist meine Diddelmaus. Die habe ich damals zu meiner Einschulung auf meiner Schultüte gehabt. Dann spielt Julie damit. War schön. Was machst du da? Was baust du da? Hm? Ich auch. Sie möchte auch? Warte mal, guck mal, du hast den Becher da fest drin. Warte mal. So. So. Ah, Verzeihung, das sollte wohl so sein. Verzeihung. Verzeihung. Ich dachte,
Der Becher wird da drin festhängen und ich mache den raus. Das war wohl falsch. Ich bin ein bisschen heiser. Wir haben es jetzt kurz vor 10 oder 10 oder so. Ah, ja, bald geht Julie schon wieder zum Mittagsschlaf. Gucken, was ich zum Mittag mache oder ob wir jetzt heute mal auf den Weihnachtsmarkt gehen. Ja, schauen wir mal. Oh, ich gönne mir hier gerade ein Teechen, der aussieht wie ein Kaffee, aber es ist ein schwarzer Tee mit Milch. Gerade Mittagsschlaf und meine Freundin Kehle kommt jetzt doch gleich und streicht mit mir hier die Wand, deswegen werde ich jetzt hier schon mal anfangen, hier so ein bisschen die Möbel abzurücken, soweit wie ich es schaffe. Jo, bei ihm scheint hier auch richtig gut zu laufen, der ist voll im Wochenendmodus. Hallo? Hey! Hallo! Ein kleiner Bleistift. Bleistift. Schielauge. So. Bett abziehen mache ich jetzt gleich. Ich mache das dann zusammen. Dabei brauche ich Hilfe, weil es ist gedübelt und ich brauche jemanden, der das Regal hält. Jo, und dann wird nachher noch gestrichen. Hier sieht es aus wie beim Umzug. So. Bett abgezogen und von der Wand ein bisschen abgezogen. Ich war jetzt gerade noch duschen. Julie schläft noch. Ich mache die jetzt gleich wach. Dann werden wir jetzt gleich ein bisschen snacken zum Mittag. Ich habe ein bisschen Nudeln gemacht. Und die Maus wird jetzt gleich um 3 vom Papa abgeholt. Ich habe heute Abend Mädelsabend. Wollen wir noch streichen? Lalala. Ich habe wieder so viel vor heute an dem Tag. Meine Katzen rasten hier wieder völligstens aus. Guten Morgen, Schatz. Gerade die Augen auf, sofort das Buch rausholen, ne? Möchtest du noch ein bisschen weiter gucken? In dem Buch? Ja, dann packt die Mama schon mal die Sachen, okay? Ja. Dann mache ich mal hier eben die Sachen fürs Wochenende. So, jetzt kommt ja der Moment, wo ich eigentlich immer die Windeln hier schön reinpacke fürs Wochenende. Ich habe ja vorhin so vor den, von den Snap-in-One-Windeln von Petite Lulu geschwärmt. Die benutzen wir als Nachtwindeln. Und zwar habe ich die damals zum Testen vom Ananas-Shop bekommen. Das ist ein Stoffwindel und ja, ein Stoffwindel-Shop, würde ich sagen, hauptsächlich. Und davon habe ich ein paar zum Testen bekommen und ich habe euch mehrfach gesagt, wie begeistert ich davon bin. Ihr habt ihr 3 große Einlagen, die ihr da reinknöpfen könnt. Wir benutzen die vordermals, ich reiche die auch schon die ganze Nacht, es sei denn, sie hat extrem viel am Tag getrunken. Dann muss ich sie meistens um keine Ahnung, 4-mal. Da habe ich mir deswegen überlegt, dass ich 2 von diesen Snap-in-One-Windeln verlose über den Ananas-Shop. Keine Sorge, ihr kriegt neue. Ich verlose nicht meine gebrauchten. Das sind manchmal so Fragen, die ihr stellt, ob ich meine gebrauchten Sachen verlose. Nein, ihr kriegt die Sachen natürlich komplett neu. So, also es gibt es können zwei Gewinner ausgelost werden und jeder der Gewinner bekommt eine Snap-in-One. Das Design dürft ihr euch dann im Ananas-Shop aussuchen und ich erkläre euch jetzt, wie ihr daran teilnehmt. Ich werde euch unten nämlich einen Instagram-Post verlinken. Das ist ein Instagram-Post, der beim Ananas-Shop auf Instagram hochgeladen wurde. Und ihr folgt dazu natürlich dem Profil und kommentiert dieses Instagram-Bild. Da nehmt ihr teil und da werden wir dann auch die 2 Gewinner auslosen und sie wird die auch auf ihrem Profil dann bekannt geben. Genau, dann werdet ihr angeschrieben, dann gebt ihr eure Adresse weiter und dann werdet ihr Post vom Ananas-Shop bekommen. Ihr braucht da gar nichts Kreatives, Krasses drunter schreiben, sondern einfach nur, ich möchte teilnehmen unter den Instagram-Post. Und damit hat sich die Sache, damit ist die Sache geritzt und ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß. Sie sagte, sie wird extra noch ein paar neue Designs bestellen. Also ich verlinke euch natürlich auch mal hier die Snap-in-One unten, dass ihr euch die nochmal angucken könnt. Und ich werde jetzt hier Windel-Chaos machen und Tasche packen fürs Wochenende. So. Fertig! Egon darf auch mit. Egon! So. Hi zusammen. Ich konnte gerade auf dem Weihnachtsmarkt nicht filmen. Wir sind in einen so übertrieben krassen Schneesturm gekommen. Also wie Regen. Wir waren klatschnass. Meine Füße waren klatschnass und sind jetzt gerade rein. Wir fangen jetzt eben an zu streichen. Guten Morgen zusammen. Ich habe gestern nicht mehr gefilmt. Ich musste mich ziemlich beeilen mit dem Fertigmachen. Bin dann zum Mädelsabend. Das ist sehr lange geworden. Wir haben es jetzt kurz vor 9, weil ich muss jetzt gleich weg. Und es fing gestern frühen Abend schon heftigst an zu schneien. Richtiger Schneesturm. Also es liegen knappe 15 cm Schnee in Bochum.
Und es ist arschkalt, richtig arschkalt, so richtig mimimi kalt. Ich war gestern auf dem Weihnachtsmarkt und wir sind gegangen, weil es zu kalt war. Und dazu war, davon abgesehen. Ich werde euch jetzt gleich, wenn es ein bisschen heller ist, mal eben die Wand zeigen und dann gleich den Vlog beenden. Also hi, jetzt seht ihr mich auch mal. Ich bin auch ein bisschen rot von meiner Hautpflege und auch noch nicht ganz wach. Aber ich wollte euch mal eben das Ergebnis unserer Wand zeigen. So, wie man sehen kann, ist es da richtig fleckig. Und da und da und da. Das heißt, wir müssen in den nächsten Tagen nochmal drüber gehen. Aber ansonsten finde ich es cool. Aber wir hatten gestern keine Zeit mehr dafür. Und wie gesagt, ich kriege auch heute Besuch aus England. Deswegen ist das jetzt nicht so ganz, ganz schlimm. Sieht zwar scheiße aus, aber auch da oben von ausgefranst. Egal. Machen wir nochmal ordentlich demnächst. Also vor Weihnachten definitiv noch. Aber sonst gefällt es mir ganz gut. Ja, ihr Lieben, und hier würde ich jetzt gerne den Vlog wieder beenden. Ich erinnere nochmal daran, unten in der Infobox ist das Gewinnspiel zum Ananas-Stoffwindel-Shop, wo ihr die Petite Lulu gewinnen könnt. Da müsst ihr auf das Bild gehen und der Rest ist auch unten verlinkt, beziehungsweise erklärt, wie ihr daran teilnimmt und so. Nochmal kurz zur Info. Unten in der Infobox. Und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Ich werde bei dem Schneesturm jetzt gleich nach Essen fahren, nach Primark, weil ich wahnsinnig bin. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss.